Seid mir gegrüßt, ihr Kneckebrote. Willkommen zurück zur Special Edition von Skyrim, unserem neuen Let's Play hier auf diesem unfassbar geilen, genialen Kanal. Und Eigenlob stinkt, kann das? Naja, was soll's. Wir haben beim letzten Mal unsere Hinrichtung überlebt, haben wir gut gemacht. Allerdings, ja, ein Drache ist angerückt, hat alles zerlegt, was ja an sich schon gruselig genug ist. Aber jetzt sind wir durch die Höhlen von Helden durch und müssen wieder nach draußen. Ich habe Angst, dass ich direkt ins Maul des Drachens laufe, aber was soll's, hilft dir alles nichts, vorwärts geht's. Oh, schön ist es hier. Wartet! Hm? Oh! Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Sehe ich auch so. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ach nee, ich komme lieber mit dir mit. Ich bin alleine noch ein bisschen. Ich muss mich erstmal einfinden. Ich weiß ja nicht mal, was ich hier in Himmelsrand wollte. Eure Leute haben mich übelst verdroschen. Ich habe keine Erinnerung mehr. Aber dadurch, dass ich eh nicht mehr weiß, was ich hier wollte, würde ich sagen, wir machen uns in diesem Land einfach sesshaft. So. Wieso bist du so leise? Ah. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Tritt der kaiserlichen Armee bei. Na, können wir drüber reden, aber jetzt erstmal nicht. Ich habe jetzt erstmal genug zu tun, denke ich. Beispiel diese Blümchen hier mitnehmen, die man eventuell mit den Schmetterlingen. Ich nehme nämlich ein bisschen Zutaten mit, da können wir ein bisschen Tränke brauen und so weiter, wenn wir dann irgendwann in Flusswald angekommen sind. Das einzige Rezept, das ich noch kenne, war Blasenpilz und Weizen für einen Heiltrank. Das Ödsturz-Hügelgrab. Als ich klein war, habe ich von dem Anblick immer Albträume bekommen. Ich find's ziemlich herrschaftlich. Den Berg hinunterschleichen und durch mein Fenster klettern wollen. Solche Sachen. Ich gebe zu, ich traue den Dingen immer noch nicht ganz. Wenn ihr irgendwelche extrem coolen und einfachen Rezepte kennt für starke Heiltränke und so weiter, könnt ihr mir die auch gerne schreiben. Beim Laufe des Spiels werde ich viele Heiltränke brauchen. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Ja, wir haben hier drei Steine im Prinzip, wie hier schon steht. Wer unter dem Zeichen des Diebes steht... Achso, ich dachte, die machen eine allgemeine Erklärung. Naja gut, dann sag ich's halt. Es gibt 13 dieser Steine, man kann immer nur einen Stein gleichzeitig aktiviert haben. Der Stein ist aber nicht, ja, auf ewig verbunden. Also wir können auch gerne einen anderen nehmen irgendwann, wenn wir es brauchen. Der Stein hier zum Beispiel hilft mir, dass ich alle Heimlichkeitstalente 20% schneller lerne. Das ist gut für einen Dieb. Dann gibt es hier drüben den Magierstein. Der ist für die Magiesachen zuständig. Am Anfang würde ich sagen, gehen wir erstmal auf den Kriegerstein. Ein Krieger? Gut. In dem Moment, da ich euch sah, war mir klar, dass ihr nicht auf den Wagen gehörtet. Das ist gut. Da habe ich wenigstens einen, der mich hier gerade nicht hinrichten will. Das ist schön. Aber ich glaube, die Sache mit der Hinrichtung ist eh erstmal durch. Ich glaube, die Liste ist wohl leider mitverbrannt, wer hier alles hingerichtet gehört. Erstmal schön kräftig sammeln hier. Wenn ihr mich fragt, habt ihr euch eure Begnadigung bereits verdient. Aber bis wir uns das von General Tullius bestätigen lassen können, geht anderen kaiserlichen Soldaten besser aus dem Weg und vermeidet Komplikationen, in Ordnung? Ich versuch's, aber ich glaube, du weißt nicht, wer Lord Peter ist. Ich krieg eigentlich so ziemlich überall Komplikationen zu spüren. Gibt's hier Biester? Nee, gut. Alles ruhig soweit. Halt, stopp! Als ob ich den nicht getroffen habe. Moment, ich will die ganzen Pelze mitnehmen. Sei nicht so schnell. Na, das heißt jetzt aber auch eigentlich nicht, dass du hier stehen bleiben sollst. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast im Flusswald. Na, zu zweit reißt sich's eben immer besser. Und man weiß ja nicht, was für Gefahren in so einem wilden Land auf uns lauern. Da ist es besser, wenn man jemanden an der Seite hat, wo man weiß, auf den kann man sich verlassen. Oh,
Oh, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Ah, ah, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Ha, ha. Gib mich diesen Pilz, Alter. Das also ist Flusswald, ja? Eine schöne Gegend. Hier sieht es ja ganz ruhig aus. Kommt, da ist mein Onkel. Ist ganz schön was los. Hallo. Onkel Alvor, hallo. Hadwa? Was macht ihr hier? Seid hallo. Ihr etwa beurlaubt? Bei Shoras Knochen. Was ist denn mit euch passiert, Junge? Psst, Onkel, bitte, sprecht leise. Es geht mir gut, aber wir sollten hineingehen und reden. Ist das Beste, glaub mir. Was ist los? Und wer ist das? Entschuldigung, Lord Peter. Er ist ein Freund, hat sogar mein Leben gerettet. Kommt, ich erkläre alles, aber wir müssen hineingehen. Gut, gut, kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Ich sag's dir gleich, mein Freund, setz dich unbedingt auf nen Stuhl. Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Die Dame ist nicht verrückt, glaub mir. Fyndal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Ich habe in Helgen einen Drachen gesehen. Wirklich? Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Ist sie nicht, glaub mir. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Er muss davon erfahren. Alles klar. Kann ich hier irgendwo frische Vorräte kaufen? Lukan im Flusswald-Handelskontor hat von allem etwas. Wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht, sucht den Schmied Alvor auf. Alles klar, ich danke dir. Mhm. Hallo. Niemand glaubt mir, doch ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Ich glaube euch, ich habe den Drachen auch gesehen. Ich habe den an eigenem Körper spüren müssen. Und es war nicht schön. Na, ich klaue hier lieber erstmal nichts. Ich gehe erstmal ganz beruhigt rein. Wir müssen jetzt sowieso erstmal über einiges reden. Wir brauchen unbedingt eine Unterkunft, Ausrüstung und überhaupt. Wir haben Besuch. Ich setze mich mal hier hin, ich bin mal so frei. Hadwa, wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch. Ich könnte was vertragen, ja? Also, Junge, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass ich General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Und das ist kein Scherz. Ein Drache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gatte, lasst ihn seine Geschichte erzählen. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Außer uns. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hadwa ist auch mein Freund. Ich danke dir. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Oh, Geschenke. Na, wenn das alles geschenkt ist, immer her damit. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Natürlich, kann ich machen. Ist kein Problem. Wie komme ich von hier aus nach Weißlauf? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Alles klar, was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf? Er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann. Vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten.
Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Welche Seite des Krieges wird er unterstützen? Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Wer ist Elisif? Ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torrik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torrik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Und was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Gut, was denkt ihr über den Krieg? Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Richtig so. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zu Himmelsrand. Warum dürfen die Talmor die Anbeter von Talos verhaften? Wie gesagt, hey. Ich gewähre euch gerne jede das hab ich nie gedrückt. Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Das hab ich nie gedrückt. Du Schwein. Darf ich es jetzt nochmal probieren? Daran Danke. Ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete. Wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen. Das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Gut, eine letzte Frage habe ich noch. Darf ich eure Schmiede benutzen? Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Ach, das kriege ich schon hin. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Ja. Etwa? Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Wie hat er ausgesehen? Hatte er große Zähne? Nun, ich sollte jetzt wieder an die Arbeit gehen. Ihr beiden könnt es euch ruhig bequem machen. Alles klar, ich danke dir erstmal. Hast du mir jetzt noch irgendwas zu sagen oder darf ich die Hütte ein bisschen plündern? Weil hier gibt es zwar viel unnützen Kram. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Wie angenehm, wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was? Oh ja. Hört mal, ich werde eine Weile hier bleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen. Das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Alles klar, ich danke euch soweit. Können wir noch irgendwas besprechen vorher? Ihr meint wirklich, ich sollte der kaiserlichen Armee beitreten? Natürlich. Ich weiß, heute habt ihr von der Armee nicht den besten Eindruck gewonnen. Aber ich hoffe, ihr gebt uns noch eine Chance. Die Armee könnte wirklich jemanden wie euch gebrauchen. Besonders jetzt. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Meint ihr, General Tullius weiß, woher dieser Drache gekommen ist? Nein, noch nicht. Immerhin ein Drache. Etwas aus alten Märchen und Legenden. Damit konnte ja niemand rechnen. Aber ihr könnt sicher sein, dass er versucht, es herauszufinden. Das könnte das gesamte Gleichgewicht des Krieges verschieben. Wenn ihr helfen wollt, diesen Drachen aufzuhalten, dann geht ihr am besten nach Einsamkeit und schließt euch der Armee an. Ihr habt gut gesprochen. Vielleicht werde ich mich ihr anschließen. Das hoffe ich. Die Armee ist im Moment die einzige Hoffnung für Himmelsrand. Na kommt, wir machen uns besser auf den Weg. Also wenn du denkst, dass ich jetzt da hingehe, kannst du vergessen.
Lesen, Weißlauf für den Ehrenmann. Hm, das ist alles nicht so viel wert. Das kann ich beruhigt hier lassen. Eisenstiefel, die passen gut zu meiner zu meinem Eisenhelm, den ich gefunden habe. Schneebären. Ich hoffe, wir sehen uns in Einsamkeit. Viel Glück. Ich nehme hier noch ein bisschen Zeug mit, womit man eventuell ein wenig Alchemie betreiben kann. Und die Nahrung, komm hier, die Nahrung ist nicht so dicke. Sturmmantelrebellen. Den Käse stecken wir auch mal ein. Wir gucken jetzt mal, die haben doch hier auch einen Keller. Da darf ich doch bestimmt auch noch ein bisschen plündern. Hallo. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Bin ich auch, ich tu dir nix. Ich bin ganz ein Lieber. Den Jagdbogen darf ich nicht mitnehmen, das wäre Dieberei. Schade, dass ich die nicht mitnehmen kann. Mein Vater ist Alvor, der Schmied. Ich bin seine Assistentin. Ich meine natürlich zu Hause. Lehrling. Wieso haben die eine fette Bar im Keller? Die sind ja mal cool drauf, ich will auch so einen Keller. Trollfett. Eisenpanzerhandschuh darf ich mitnehmen. Die Rüstung leider nicht. Na, Kleidung brauche ich auch nicht. Eines Tages werde ich mein eigen Schwert schmieden. Ich würde die Rüstung ja so gerne klauen, aber also kommt nicht auf geht gerade nicht. Hier oben habe ich jetzt erstmal auch nichts weiter, das ich benutzen könnte. Viel Glück. War ich hier schon drin? Ich glaube, hier war ich noch nicht drin, aber hier ist auch nichts weiter. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Ja, ja, alles kein Problem. Ich würde jetzt gerne bis zum nächsten Tag schlafen, weil wie ich sehe, bist du gar nicht erst in der Schmiede. Was mir sagt, dass es einfach zu spät ist, um noch mit dem Schmieden anfangen zu wollen. Deshalb legen wir uns ins Bett und am nächsten Morgen besuchen wir mal unseren Freund hier in der Schmiede. Vielleicht dürfen wir ja von dem Eisen, was da rumliegt, auch was mitnehmen. Das wäre natürlich sehr schön. So ein bisschen Gratis-Eisen. Warum nicht? Der ist auch schon auf dem Weg zur Arbeit, da gehen wir auch mal nach draußen. So, den Topf dürfte ich mitnehmen, will ich aber nicht. Wie sieht's denn hier aus? Eisen. Ich trage zu viel und kann nicht rennen. Den Stahl darf ich auch mitnehmen. Darf ich hier was mitnehmen? Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. So, hallo, wie sieht's aus? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Könnt ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Alles klar, kann ich machen. Bis zum nächsten Mal. Einen Eisendolch. Ich weiß, wie das funktioniert. Ganz so blöde bin ich jetzt auch nicht, du Spiel, du. Nicht schlecht. Erinnert mich an meine ersten Gehversuche im Schmieden. Och, ich komme ganz gut klar mit dem Schmied. Also ich denke, ich werde mal Meisterschmied. Hallo. Was auch immer ihr benötigt. Bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Alles klar, aber eigentlich habe ich was geschmiedet. Hier ist nämlich der Eisendolch. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Alles klar, also gucke ich mir mal an die Sache. Schleifen. Hab's geschafft. Bist du stolz auf mich? Ich hoffe es. Ach, ich brauche einen Moment, dann bin ich da. Hallo. Braucht ihr eine neue Klinge? Nee, nicht unbedingt. Eisen oder Stahl ist es, was ihr braucht. Überlasst dieses eitle Elfenzeug den Elfen. Ich hab den Eisendolch geschliffen. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Oh, das wäre ganz nützlich. Also ich habe nämlich tatsächlich auch ein bisschen Pelze dabei und sowas. Die können wir ja eigentlich mal schön machen. Leder aus Wolfspelz zum Beispiel. Aus dem Fell kriegen wir Doppelleder, aus dem Bärenpelz gleich 4. Leder haben wir ganz viele. Na, ich lasse das erstmal noch. Hallo, ich bin wieder da. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zertrümmert, als wäre es eine Walnuss.
Immer gern. Aber hier ist erstmal das Leder. Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Einen Pelzhelm willst du haben? Kann ich mich mal drum kümmern? Ist kein Problem. Pelz, Pelzhelm, anfertigen. Ich komme. Seid ihr eher von der heimtückischen Sorte? Ich habe hier auch ein paar nette Dolche rumliegen. Oh cool, aber hier ist erstmal der Pelzhelm. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Danke. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Okay, also gut. Passform verbessern. Können wir machen. Dafür brauche ich den Pelzhelm jetzt. Da haben wir ihn. Bringe den gehärteten Pelzhelm zu Albor. Braucht ihr eine neue Klinge? Eisen oder Stahl ist es, was ihr braucht. Ich habe den Pelzhelm gehärtet. Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Hm? Alles klar, ich danke dir. Einfach mal was kostenlos kriegen. Warum nicht? Freunde, ich würde sagen, wir hören an dieser Stelle für heute auf. Und beim nächsten Mal werden wir ein bisschen die Ortschaft erkunden, verkaufen und was uns sonst noch so auffällt und was hier sonst noch anfällt und so weiter. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr zugeschaut habt und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Euch noch einen wunderschönen Tag, macht es gut, euer Lord Peter.